Wie ordnest du das ein, Klaus? Naja, ich bin dankbar, dass das mal so gesagt worden ist und wiederhole es auch nochmal gern. Wir blicken auf Afghanistan und wir stellen fest, die Terroristen haben gewonnen, der Westen hat verloren. Wir stellen fest, das Wertesystem, das wir verändern wollten, haben wir nicht verändert. Wir stellen fest, der Weg der modernen Menschen in Afghanistan, die anders leben wollen, die studieren wollen, die sich bilden wollen, insbesondere Frauen, sind zurückgestoßen in eine Art Vorzeit, Steinzeit, weil wir nicht in der Lage waren, das zu verändern. Da stellen sich ja ganz entscheidende Fragen in der Zukunft, für die Zukunft. Nämlich, können wir eigentlich jemals wieder im Namen der Humanität, im Namen der Menschenrechte, im Namen der Gerechtigkeit, im Namen der Demokratie in anderen Ländern sein, um dort zu helfen. Die Momentaufnahme, sagt, wir halten uns raus, weil es sonst so enden kann wie in Afghanistan. Ich finde das ein extrem unbefriedigendes Zwischenergebnis, weil wenn man das weiterdenkt, wird daraus ja, jeder kümmert sich nur noch um seinen eigenen Kram. Mhm. Und wenn man das weiterdenkt, sind wir zurück in einer Welt rivalisierender Kulturen, Staaten, Militärmächten. Also sozusagen von Afghanistan geht das Signal aus 50 Jahre rückwärts, statt 50 Jahre nach vorn, wie wir eigentlich denken sollten. Ich habe